Hallo und willkommen bei NickyHD. Heute am 1.3. kam mir das Spiel Horizon raus. Wir wollen jetzt spielen, wir machen jetzt ein Let's Play. Und zwar beginnen wir mit einem neuen Spiel. Wir machen das Ganze mal auf einfach. So. Im Trailer haben wir uns schon einiges gesehen. Um was geht's? Wir haben Aloy, die mit ihrem, ich glaube noch nicht mehr, dass es ihr Vater ist, sondern ihr Opa ist das, denke ich. Man hört am Anfang, wie er ja sagt, wie er diese Halskette schenkt und sagt, es ist von seiner Tochter. Also geht mal aus, dass die Tochter die Mutter von Aloy ist und dass der Mann nicht ihr Vater, sondern der Opa ist. Also davon gehe ich jetzt aus, vielleicht klärt sich das im Laufe des Spiels, ich habe noch keine Ahnung. Was uns alles erwarten wird, ich habe jetzt mal eine Stunde angespielt, um mich so ein bisschen zu orientieren und die Knöpfe und Tasten kennenzulernen. Aber genaueres weiß ich auch nicht. Sie sind ausgestoßen, sie hat jetzt ihren Namen bekommen und das war's erstmal. Mehr wissen wir nicht. So, was steht hier noch alles? Ah, es geht schon los. Aloy! Aloy! Ich werde natürlich versuchen, nicht zwischen den ganzen Kommentaren zwischen reinzureden. Ein bisschen lauter, das ist schlimm. Ich habe irgendwie Lautstärkenschwankungen beim Spiel, ich weiß nicht warum. Du hast lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr. So, dann haben wir Aloy, 6 Jahre alt, oder 6,5. Und ein Ausgestoßener. Das haben wir jetzt auch gleich. Wirklich toll, gut gemacht. Sehen. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Ja, werden wir noch öfters hören in den nächsten Minuten, Stunden. Oh, komm schon. Da kam mir schon vor, dass sich hier daran aufhängt. Oh, die Ausgestoßenen. Mal sehen, was das alles mit sich auf sich hat. Hier haben wir schon Knoten in der Zunge. Laute Begeisterung. Gut, wir stürzen hier ab. In die Höhle. Die Grafik ist natürlich geil. Also kann man sagen, was man will. Die Farben, fette Farben. Und jetzt zieht sich das Spiel zu durch. So, Rost ist der Mann. Nicht. Ist das eine Art? Das ist eine Höhle. So, neue Hauptquest. Ein Geschenk aus der Vergangenheit. Geh in die Höhle hinein. Okay. Dann schauen wir zu. Wir sehen schon mal Ratten. Ratten. Ich bin ja auch bei den ganzen Trailern davon ausgegangen. Hier haben wir es nur mit mechanischen Monstern und Robotern und dem ganzen Mechzeug zu tun. Nein. Hier gibt es nicht nur Ratten, wir werden später noch andere Tiere sehen. So, jetzt laufen wir erstmal hier durch. Wir müssen nur Fledermäuse. Gibt es hier auch. Also von den Farben her, dieses saftige Grün, also das ist ja wirklich sehr schön gemacht. Ziemlich eng. Aber ich passe durch. Mit der Quadrattaste können wir nicht nur schleichen, wir können uns auch ducken. Das ist dann später wichtig. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Eine der alten Orte. Genau. Und zwar haben wir ja schon im Intro gehört, die Alten, die der Göttin abgesagt haben. Also die alte Zivilisation.
Wir haben jetzt Überreste. Mal schauen, wo wir lang müssen. Ah ja. Wir müssen hier vorne weiter. Was? Sag, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Ist auch unheimlich hier unten im Dunkeln, man weiß nie, was einem hier begegnet, was unterm Wasser lauert oder hinter den Mauern. Hier haben wir eine fette Ratte. Ich meine, wenn man es anspielt und zieht, schauen wir uns das. Gehen wir mal wegen weiter ins Licht. Ne? Also von der Bewaffnung her, nada. Ja, wir haben. Bis auf Pfeil haben wir gar nichts. Das heißt, da braucht uns jetzt kein großartiger Gegner kommen. So, hier geht es weiter, die Treppe hinauf. Man kann auch einstellen, Weg anzeigen lassen und diese ganzen Geschichten. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Ne? Hier zum Beispiel Schwierigkeit einfach natürlich. Diese Brotkrümel-Navigation, Wegpunkt-Navigation, das ist alles eingeschalten. Das heißt, wir werden dann auch den Weg angezeigt bekommen, die wir gehen müssen, die Richtungen, die wir laufen müssen und sowas. Das ist natürlich beim ersten Mal von Vorteil, wenn man weiß. Wir nehmen hier die Fledermäuse, die zweite. Auch sehr schön gemacht. Na, ihr vibriert schon alles so ein bisschen. Müssen wir aufpassen. Oh, gut, seht. Da bröckelt schon der Putz von der Decke. Okay. Was ist das? Was ist das davon? Ein Toter. Genau. Ein Toter. Da vorne liegt eine Leiche. Und zwar liegt er da schon ziemlich lange. Genau, jetzt mal mit der Quadrattaste, sage ich schon, mit der Dreieckstaste können wir den Körper untersuchen. So gespannt, was passiert. Sehr geil, sehr geiles Feature. Mit diesem. Ja. Lichter, überall! Wie wir das jetzt nennen sollen, diesen Chip, diesen Scanner. Wie macht es das? Das ist schon geil. Dann können Sie mich an- und ausschalten mit R3. Wenn wir es einschalten, dann können wir unsere Umgebung scannen. Das funktioniert dann auch bei den Gegnern später, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. So, hier haben wir unseren Marker hier oben. 25 Schritt in diese Richtung. Wir können nur schleichen, wenn wir diesen Scanner benutzen. Deswegen schalten wir ihn aus und laufen in die Richtung. Eine Metalltür. Die ist verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Also schalten wir es an. Bunkertüre, Brandschutztüre. Verstärkt Verschluss integriert. Was? Verschlussintegrität erhalten. Ah, natürlich. Also schauen wir mal, wo wir hin müssen. Hier haben wir zum Beispiel was. Da ist was. Code Nexus. Der Tür zusammen. Sicherheitsverschlüsselungsport mit holographischem Display.
Okay. Hier wird uns wieder der Weg angezeigt. Ich meine, man kann es natürlich dann auch von den Schwierigkeiten her Einstellungen, Schwierigkeit. Wir haben jetzt gewählt ein einfaches Schwierigkeitslevel, wenn du nur die Welt und die Geschichte erkunden möchtest. Möchten wir jetzt am Anfang auch machen. Normal wäre dann ausbalancierte Kämpfe, ne? Schwer anspruchsvolle Kämpfe und sehr schwer, die eine echte Herausforderung wollen, die sollten dann die Schwierigkeit auf sehr schwer stellen. Wir bleiben bei einfach und begeben uns zu diesem Feld, weil wir diese Tür öffnen möchten. Ja. Wir können unsere Umgebung scannen. Hier ist das elektromagnetische okay. Holo-Schloss. Wir drücken jetzt zweimal die Quadrattaste. Und dann. Ein Farbwechsel. Ja, diesen Farbwechsel haben wir auch auf der Türe, durch die wir möchten. Also laufen wir zurück. Das war natürlich tricky, auch beim ersten Mal. Habe ich zweimal die Quadrattaste gedrückt, das funktioniert. Also. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass da jetzt was Schwierigeres vonstatten geht. Jetzt laufe ich in die falsche Richtung, oder? Ja, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin nicht da lang. Nach links abgebogen. Farbwechsel nach rechts. So, hier sind wir in der Türe, die können wir öffnen mit der Dreieckstaste. Und sind im nächsten Abschnitt. So. Jetzt müssen wir. Schauen wir das Ganze hier mal an. Wie lang geht's? Okay. Können wir auch scannen, wenn wir möchten, ne? Hier gibt's nichts. Genau, jetzt müssen wir das Gerät scannen. Ah ja. Das ist ein Hologramm. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Zeig's mir. Wir haben ein einer der Alten. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, wir sollten uns aber dann mal in die raus können. Aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Liebt seinen großen kleinen Mann. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Und wir sehen zu, dass wir hier rauskommen. Super. Geht es in die Richtung hier weiter. So, Räume erkunden macht hier noch keinen Sinn. Wir können ja noch gar nichts. Also wie gesagt, wir haben keine Waffe. Die einsammeln kommt auch erst später. Das bekommen wir alles dann noch gezeigt. Hier geht es einfach nur darum, wie man diesen Scanner benutzt. So, wenn wir jetzt hier nach rechts laufen, ist dann ein Rundgang, der uns wieder hierher führt. Deswegen laufen wir jetzt hier die Treppe hoch.
Genau. Dann hier nochmal. Dann haben wir noch 38 Schritt. Warum sind wir hier gestorben? Warum sind wir hier gestorben? Was ist passiert? Das ist eine gute Frage. Können wir unsere Umgebung scannen? Okay. Ja, ich sehe noch über die Überreste. Protokoll Ella Pontes abspielen. Na? Ah ja. Ich bin mit dem Lesen gar nicht nachgekommen. Aber was ist? Ist nichts Interessantes. Dann haben wir hier. Skyler Rivera. Schauen wir uns auch mal an. So, er wollte also den Machu Picchu mal sehen, das hat nie geklappt. Okay. Na gut. Dann geht's hier entlang. Okay. Rechts rum. Hört man schon rufen? Er ist da! Rost hat mich gefunden! Er ist da! Rost hat mich Rost gefunden! Rost hat sie gefunden, das ist wohl richtig. Ich komme! Hier unten! Ich komme! Ich damit komme! Er uns dann nach ich komme! Oben hilft. Dann sollten wir springen hier. Den Rest fährt sie durch diese Grenze. Nimm meine Hand! Komm, Kind, nimm meine Hand! Komm hoch, das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Nee, ist kein Ort für uns, war ein bisschen zu wenig Action gewesen. Solche Orte sind verboten, Aloy. Ich bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Was hast du da am Ohr? War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Aloy. Aloy! Nein! Solche Dinge sind gefährlich! Nein! Ja, da kannst du nichts machen. Na, nein ist nein. Wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy. Nach Hause. Und ab morgen. Dann kommt der erste spannende Tag im Spiel. So. Pause. Oh, eine Pause. Die Übergänge sind halt fließend. Das macht es schwer, ein Ende zu finden. Wir haben zum Beispiel überhaupt keine Sprache. Es könnte ja auch sein, dass er durch ihr Gerät nichts versteht. Habe ich jetzt noch herausgefunden. So, das heißt, wir gehen jetzt auf Kräutersuche. Das ist ein Salbestrauch.
Aber hier machen wir mal Pause. Und wie wir dann Kräuter sammeln, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann.